Sehr geehrte, liebe Frau Hessler, wir kennen uns schon 4 Jahre. Sie haben mich angerufen aus Ihrem Urlaub in Südfrankreich. Ich war in Japan. Wir haben uns verabredet, beim Japaner in der Würzerstraße in München zu treffen. 5 Minuten von Ihrem Büro im Oper in München. So habe ich Sie kennengelernt. Sie waren vital, unheimlich witzig, kraftvoll, Feuer und Flamme, verliebt in alles sinnlich, was Kunst überhaupt anzubieten hat. Wir wurden nach 10 Minuten irgendwie ein Team und haben angefangen, mutige, schöne Pläne für diese herrliche Theater zu schmieden. Pläne wie Hence's We Come to the River, wir erreichen den Fluss, der in 2 Wochen hier eine Premiere erleben wird. Diese Zuschauerraum wird komplett drastisch umgestaltet mit einem frechen Bühnenbild. Staatskapelle auf 4 verschiedene Spielebenen, überall Staatsopernchor und über 50 Solisten werden zeigen, dass die Opernsparte viel Glanz hat, aber auch genauso viel Substanz. Und es ist entsetzlich, dass Sie diese Pläne nicht erleben dürfen. Es ist entsetzlich, dass Sie so krank werden sein mussten. Es ist auch so traurig, dass Sie die Krankheit uns so verschwiegen haben. Aber heute kann ich sagen, ich verstehe es. It's okay like that. Jeder von uns verrückte Leute, es gibt hier auch viele, der entscheidet, das Theater als Beruf zu wählen, weiß ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis werde ich jetzt verraten. In jede Ecke, jede Flur, jede Garderobe, jedes Büro werden wir bewacht und geschützt von den Geistern der Vergangenheit. Diese Geister sind zum Beispiel Richard Wagner. Ich sehe, wie er eilt hierher, das ist hier der Orchestergarten. Er wohnt gegenüber da in die Töpfergasse 7, heute ist das Hilton Hotel. Und hier steht der nervöse Gaspare Spontini und wartet auf Wagner dringend, weil er braucht einen Taktstock von ihm. Aber das sind nicht nur die berühmten Leute, die Geister sind. Jeder Korruptitor, jeder Pianist, Sänger, Kostümierer, Tänzer, Techniker, Souffleure jeder Art, alle diesen sind die Geister, die dieses Haus und überhaupt ein Theater definieren, eine Identität geben. Und ich glaube, liebe Frau Hessler, Sie werden sich unheimlich wohl fühlen in dieser Kompanie, weil ich weiß, dass, was Sie am meisten liebten, sind Theaterleute. Und jetzt muss ich mich gewöhnen, statt den Zukunftsformen mit Ihnen nur in Vergangenheitsform anzusprechen. Deswegen möchte ich für Sie ein Ständchen singen. Und dieses Ständchen ist ein einfaches jiddisches Lied aus von einem ersten jiddischen Operetten. Das ist ein einfaches Wiegenlied. Eine Mutter erzählt das Kind, schlaf nun, bald wirst du erwachsen, du wirst in die große weite Welt gehen und wirst handeln mit Rosinen und Mandeln. Das ist in die Oper so. Aber wahrhaftig, Rosinen sind die Süße, Mandeln das Bittere. Und dieses Lied ist über uns alle. Wir werden in die weite Welt geschickt und werden ab und zu
mit dem süßen Handel und ab und zu mit dem bitteren. Frau Hessler, es ist nicht zumutbar für Ihre Gäste, dass ich selber mit meiner Stimme singe. Deswegen habe ich Christoph Kohl gebeten, mich stellvertretend das folgende Lied für Sie zu singen. Adieu, Frau Hessler. Yeah.